Hey Leute, herzlich willkommen, ich bin's Elias und habe ein weiteres Video für euch. Und zwar wollte ich in diesem Video zwei coole Locations zeigen, in die ihr euch reinklitschen könnt. Und zwar handelt es sich hierbei um zwei Eingangsteilen von solchen Gebäuden, einmal von dem Eclipse Tower und dann auch von dem Richard Majestic. Das Ganze funktioniert wieder mit dem Passivmodus-Glitch, das bedeutet also, ihr geht in euer Apartment rein und dann stellt euch einfach zur Tür hin, bevor ihr das macht, einfach den Passivmodus aktivieren und sobald ihr ihn aktiviert habt, wieder deaktivieren. Und unten rechts könnt ihr jetzt eben diesen Timer sehen und sobald dieser Timer abgelaufen ist, müsst ihr einfach nur gegen diese Tür laufen und dann werdet ihr eben automatisch durchlaufen. Wie ihr jetzt also sehen könnt, klitsche ich mich da ganz normal durch. Ich mache das Ganze auch mit meinem Kumpel Crimex, also ihr könnt das auch mit Freunden machen, einfach in euer Paar mit einladen und dann können sie eben dasselbe machen. Und jetzt sind wir eben hier in diesem geheimen Raum zu zweit. Ich würde auf jeden Fall sehr gerne wissen, wie das so ist, wenn man 30 Leute da reinsteckt. Ist bestimmt ein bisschen eng, aber auf jeden Fall ziemlich cool. Hier drin empfehle ich wirklich jedem mal hier vorbeizuschauen. Wie schon gesagt, die kommt man normalerweise nicht hin, nur eben mit diesem coolen Glitch. Um aus diesem kleinen Versteck wieder rauszukommen, müsst ihr einfach nur selbst vermachen. Einen anderen Weg gibt es leider nicht. Kommen wir nun zu dem Richard Majestic Gebäude. Auch hier einfach wieder vor die Tür stellen, dann den Passivmodus aktivieren, ihn direkt danach wieder deaktivieren, vor die Tür stellen und sobald der Countdown eben abgelaufen ist, gegen die Tür laufen und dann solltet ihr eben euch langsam durchglitschen. Was hier ziemlich cool ist, dass die ganzen Türen dann auch wirklich funktionieren, sie gehen also auf und zu und wie man auch gleich sehen kann, ich kann auch Waffen benutzen, ihr könnt jetzt sehen, iCrimex will hier eben auch rein und schließt dadurch irgendwie die Tür auf, auf jeden Fall ziemlich cool, dass die ganzen Türen dann auch funktionieren. Hier bei dieser Location ist es allerdings so, dass sie nach ca. 30 Sekunden oder sowas rausfliegt, also einfach dann wieder draußen spawnt, leider kann man dagegen nichts machen, aber auf jeden Fall trotzdem mal ziemlich lohnenswert hier vorbeizuschauen mit seinen Freunden. Falls ihr irgendwie mal Langeweile habt, dann könnt ihr einfach das Ganze mal bei anderen Apartments ausprobieren und mal gucken, ob ihr euch dort irgendwo reinklitschen könnt. Hier könnt ihr das Ganze mit der Tür mal sehen und zwar klitsche ich mich jetzt wieder rein und die ganze Tür funktioniert eben auch, wenn ich rausgehe. Aber wenn ich dann eben wieder rein will, dann geht das Ganze nicht, weil da irgendwie eine unsichtbare Wand ist. Auf jeden Fall ziemlich komisch. Und zu guter Letzt, bevor ich das Video beende, noch ein kleiner Trick und zwar könnt ihr euch auch in Dixi-Klos reinklitschen, einfach vor die Tür stellen, dann den Passivmodus aktivieren, ihn dann wieder deaktivieren und dann könnt ihr eben auch da rein. Ist auf jeden Fall ziemlich witzig, iCrimex und ich haben da auch ein paar witzige Bilder gemacht, also lohnt sich auf jeden Fall mal das Ganze mit seinen Freunden zu machen. Außerdem kann man auch coole Selfies machen, also es lohnt sich auf jeden Fall mit seinen Freunden mal dahin zu gehen oder es denen zu zeigen, die werden sich sicher wundern, wie zoll habt ihr es da reingeschafft und falls ihr Bock habt, dann könnt ihr eben Fotos machen, mir die auf meiner Facebook-Seite schicken und dann werde ich sie vielleicht posten. Und dann war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was ihr tun müsst. Und das war's von mir. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.